Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und überlegten Platin mit dem neuen Spiel von Webnetic Box Smash. Das Spiel kostet 1,49 €, gibt es für PS4 und PS5. Kein Cross-Buy, 8x Platin möglich, wenn euch das Ganze noch in Japan, Asien und US-Store kauft. Das Ganze unterstützt, wie ihr hier seht, Cross-Save. Ich habe die PS4-Version schon gespielt. Spiele jetzt hier die PS5-Version. Allerdings funktioniert mal wieder Cross-Save nicht. Wie so oft leider bei Webnetic irgendwie bekommen sie das nicht so ganz hin mit Cross-Save. Ich gehe mal davon aus, es kommt wieder ein Update und dann funktioniert es. Ihr könnt, wie gesagt, erstmal PS4-Version spielen, schauen, ob es bei euch funktioniert. Wie gesagt, bei mir funktioniert es einfach gar nicht. Ich habe es jetzt schon mehrmals versucht. Wie dem auch sei, das Ganze dauert hier maximal 10 Minuten. Ist ein One-Stick-Game. Wir brauchen lediglich den linken Analog-Stick. Und zwar müssen wir hier mit unserem kleinen Cube immer auf die großen. Ja, die müssen wir zerstören. 30 Level müssen wir hier absolvieren. Dabei müssen wir insgesamt 72 Moves machen. Das passiert eigentlich automatisch. Und wir müssen 5-mal einen Fehler machen. Habt ihr quasi den Cube hier zerstört, könnt ihr mit R1 in das nächste Level immer einfach hier so anvisieren und dann halt, wie gesagt, den großen Cube hier zerstören. Ihr habt natürlich auch immer eine gewisse Anzahl an Zügen, die ihr machen dürft, wie jetzt hier zum Beispiel nur 2, wenn wir über verschiedene Ecken gehen müssen. Ja, und ja, so entwickelt sich das Ganze dann dementsprechend auf die 30 Level. Wie gesagt, ist ganz wirklich super easy, total entspannt hier. Ja, also ist gar nicht mal so schlimm, wenn es kein Cross-Save gibt, beziehungsweise gerade nicht funktioniert. Ja, der grüne Hintergrund, sorry, dass ich dann immer komisch aussehe, das ist ja wegen dem Greenscreen. Wenn dann irgendwas Grünes im Spiel ist, dann sieht man das auch irgendwie immer im Gesicht. Aber stört euch einfach nicht daran. Geht hier einfach um den Guide. Na, also ihr seht, das Ganze ist wirklich total selbsterklärend. Zack. Ich glaube, das Ganze dauert noch nicht mal 10 Minuten. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Eigentlich geht das Ganze hier recht schnell. Wie gesagt, man sieht ja, wie man hier den Cube schießen muss. Ja. Aber ihr seht, manchmal funktioniert das. Jetzt habe ich hier geloost, das ist nicht schlimm. Wir brauchen eh die Trophäe. Manchmal geht er auch in eine Richtung, wo ich gar nicht hinziele eigentlich. Ist mir jetzt bei der PS4-Version schon ein paar Mal ausgefallen. Da habe ich eigentlich in eine andere Richtung gezielt. Ja, aber er hat es einfach nicht gemacht. So, haben wir hier schon die Hälfte, haben wir schon hinter uns. So, easy. Zack, nächstes Level abgeschlossen. So, nächstes Level. Easy. Ja, ich glaube, es ist dann doch eher eine 5 Minuten Platin. Nein, seht ihr? Jetzt habe ich eigentlich wieder in eine andere Richtung gezielt. Aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Wir müssen 5 Fehler müssen wir so oder so machen, zwecks Trophäen. Da, jetzt hat das schon wieder gemacht. Ich habe nach unten gezielt, zu dem hier, und er geht dann einfach hoch. Jetzt aber, zack. So, die 72 Moves haben wir schon zusammen. Wir haben Loose 3. So, jetzt ist er wieder in eine andere Richtung. Ja, funktioniert einwandfrei hier alles. Ja, jetzt habe ich einen kurzen Fehler gemacht. Ja, jetzt hat er mich hier voll aus der Bahn geschmissen. Wir müssen natürlich so entlang. So, jetzt, zack. Gut gemacht. Also ich verstehe es nicht. Ja. So, jetzt. So, easy.
Jetzt geht er. Das ist zum Kotzen, ne? Also ihr seht ja, wo ich hinziele, ne? Und dann macht er irgendwie das, was er nicht soll. So, Level 27 ist abgeschlossen. Zack, zack. Easy. Nächstes Level. Ja, da war Fehler. Bin ich jetzt doof? Scheint so, ne? So, so rum war es, genau. Okay, haben wir. Und dann The Last. Nochmal hier ganz einfach, Level 30, 100% und da ist die begehrte Platin. Und somit, liebe Leute, ja, verabschiede ich mich schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und Servus.